Guten Tag, ich möchte euch allen mein Thema, meine Masterarbeit vorstellen. Das Thema ist Berührung bzw. Bedeutung von Berührung in der Sexualität. Am Anfang war das Wort, steht in der Bibel, oder vielleicht doch Berührung. Ohne zu sehen, ohne zu fühlen, können wir überleben, doch nicht ohne den Tasten. Jede Berührung ist sowohl biologisch als auch psychologisch ein ganzes Leben lang wichtig. Bereits wenige Wochen nach Befruchtung der Eizelle kann das Embryo im Mutterleib Berührungsreize wahrnehmen und verarbeiten. Und doch ist Berührung mangelbar, gerade in Beziehungen. Das kriege ich immer wieder mit. Meine Klienten und Klientinnen in meiner Praxis. Die Menschen kommen mit sexuellen Problemen. Manche haben mehr, manche weniger. Viele davon beschweren sich, dass sie zu wenig berührt werden oder aber, wenn sie berührt werden, nicht so berührt werden, wie sie gerne möchten. Sie wissen aber nicht, wie sie aus dieser Situation rauskommen können. Sie haben keine Werkzeuge, um da rauszukommen. Nun zu meiner Kernhypothese, meiner Masterarbeit, ist, dass das Praktizieren, das Lernen, das Selbsterfahren von Tantra-Massagen, eine besondere Form achtsamer sinnlicher Berührung, einen positiven Einfluss auf verschiedene Komponenten des sexuellen Erlebens. Das Ziel meiner Arbeit ist, diese Komponenten herauszukristallisieren, womöglich neue im Gespräch mit meinen Interviewpartnern und Partnerinnen herauszufinden und diese auch bekannt zu machen, sichtbar zu machen. Dafür habe ich 5 qualitative Interviews geführt mit Menschen, die bereits Erfahrungen sowohl im Einzel- als auch im Gruppensetting gehabt haben. Das sind jetzt die Komponenten, die positiv beeinflusst wurden durch die Praxis von dieser Form von Massage. Die meisten sind bekannt durch das Modell sexokorporell. Andere, die ich jetzt eher in Rot gekennzeichnet habe, sind in den Gesprächen sichtbar geworden, sind vielleicht Spezifizierungen von bestimmten Aspekten und einige darunter werde ich später nochmal hervorheben.